Genussschein. Was ist das genau als Definition und warum muss man hier aufpassen, dass man hier nicht viel Geld verliert? Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie heute unschwer erkennbar aus Berlin und heutiges Thema sind Genussscheine, ein konkretes Fallbeispiel, was uns warnen soll, wie einfach, dass man hier auch Geld verlieren kann, beziehungsweise was man unbedingt über Genussscheine wissen muss. Also erstmal, was ist es denn überhaupt? Und zwar erstmal, ein Genussschein ist eine verbriefte Form eines Genussrechtes, ist eine deutsche Konstruktion, deutschsprachigen Raum vertreten, kommt ein bisschen den Namensaktien gleich, ist eine Zwischenform zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Das heißt, Sie haben wie bei Aktien, kein Mitspracherecht. Ihnen gehört beispielsweise nicht direkt das Unternehmen. Ist aber auch nicht so wie bei einer Anleihe, dass man einfach nur Geld gibt und dann bekommt man ein paar Prozent Zins und das Unternehmen macht dann frei, was es möchte. Es ist also Mezzanin, das heißt, es ist eine Zwischenform in der Finanzierungsvariante. Was Ihnen aber bewusst sein muss, Sie haben keine Mitsprache im Unternehmen, das heißt, Sie können nicht mitbestimmen, was dort passiert. Das heißt, Sie müssen darauf vertrauen, dass gut gewirtschaftet wird und Sie werden in der Regel nachrangig bedient. So, das heißt, wenn es einen Insolvenzfall gibt, im Worst-Case-Fall geht es bis zu einem Totalverlust. Das muss Ihnen bewusst sein, wenn Sie hier investieren. Und in dem Fallbeispiel heute, der Procon, das ist der prominenteste Fall, hier wurden über 1,5 Milliarden Euro eingesammelt. Und da ist leider genau das passiert. Ausgang ist immer noch etwas ungewusst, aber Verluste sind vorprogrammiert und viele Procon-Anleger waren sich vermutlich eben nicht bewusst, dass ihnen von den Windparks an sich rein rechtlich nichts gehört, weil es ein Genussrecht ist und es ist keine Aktie, wo einem dann wirklich auch das Betriebsvermögen gehört. Und das muss man wissen und dass es bis zum Totalverlust gehen kann. Und das war möglicherweise auch vielen Procon-Anlegern nicht bewusst. Und das heißt, wenn Sie einen Genussschein sehen, dann muss man wirklich vorsichtig sein, man muss wirklich viel Vertrauen haben in die Unternehmenslenker und wirklich die Hintergründe kennen. Ansonsten kann das Ganze sehr, sehr böse ausgehen. Also da ist reines Eigenkapital in der Regel deutlich besser gestellt und da wird man auch nicht vielleicht nur mit ein paar Prozent abgespeist. Also das ist vielen da nicht bewusst. Von dem her teilen, liken Sie gerne dieses Video, dass noch mehr Menschen über solche Inhalte Bescheid wissen. Gerne einen YouTube-Kanal abonnieren, dann, damit Sie keine Episode von Faszination Freiheit verpassen. Gerne unterhalb von dem Link klicken, sich dort mit Ihrer E-Mail-Adresse eintragen. Und in ein paar Wochen, Ende Juni, gibt es den Freiheitssummit. Würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Ich bin mit dem Vortrag dabei und da sind viele tolle Experten und Sprecher mit dabei mit interessanten Themen. Informieren Sie sich gerne unterhalb von dem Video. Und ansonsten, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Ihr Thorsten Wittmann.